Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3. Es ist Dienstag, der 2. August 2022, 14:45 Uhr. Und ja, ich muss anfangen, die Videos früher zu produzieren, damit ich auf jeden Fall genug Zeit habe, die bis morgen hochzuladen. Also bis zum nächsten Tag, Folgetag. Manchmal dauert das halt auch mit der Verarbeitung. Das ist halt unterschiedlich. Aber das kennt ihr ja teilweise selber. Wir sind zurück in Angria bei unserem Herzog Otto. Und in der letzten Folge haben wir ein bisschen die Anfänge gemacht, unseren Rat besetzt, geheiratet und allen möglichen ist. Wir können immer noch unsere Schwester verheiraten und dann sollten wir gleich mal gucken, ob wir was finden. Jemanden. Oder können wir auch noch warten? Ich bin wieder. So, ja, wir haben zwar unzufriedene Vasallen, aber um die kümmern wir uns, wenn wir es uns mit den Goden. Das ist jetzt plus 2. Ja, da warten wir noch einen Durchgang, der ist ja, dauert ja nicht mehr lang. Hoffen wir, dass das erfolgreich war. Weil das ist halt wichtig, damit wir Steuern und Aufgebote kriegen. Und da kriegen wir bisher gar nichts. Bekommen wir nichts. Deswegen müssen wir dann noch gucken. Danach kümmern wir uns um die um die Vasallen. Und ja. Genau, wir können Kriege und wir hatten ja überlegt, dass wir hier Lübitsche einnehmen. Mit einem. Ja, war doch hier. Genau. Weil wir es noch brauchen für unsere Bejure, für unser Herzogtum, damit wir alle Gebiete auch haben. So, und das größere Ziel für unsere Dynastie ist natürlich im besten Fall den König zu stellen, irgendwann. Beziehungsweise den Kaiser. Und da müssen wir dann gucken, ob wir das dann halt übers Ostfrankenreich machen. Ja, da ist ja momentan ja, ich bin gerade ein bisschen, Entschuldigung. Genau, der Kaiser Ludwig, König Ludwig, zwar der Zweite, aber das ist ja kein Kaiserreich. Ja, mit denen verstehen wir uns aber recht gut. Deswegen denke ich noch nicht drüber nach, jetzt irgendwie gegen den aufzubegehren. Vor allen Dingen, da er auch schon 63 ist. Der Erbe wäre Prinz Karlmann. Und mit dem verstehen wir uns nicht so gut. Das heißt, da könnte dann gucken wir entweder, dass wir ihn herausfordern um die Krone oder uns unabhängig erklären, um dann später ein eigenes Königreich eventuell zu gründen. Genau. So, jetzt habe ich die ganze Zeit geplappert. Ich hoffe, das war auch einigermaßen verständlich und dann lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Und dann, ja, wenn wir hier nämlich den Krieg erklären, können wir einen Religionskrieg machen. Wir haben 210 Glauben. Das würden dann hier erst Ljubice holen. Wird uns 80 Glauben kosten. Wir könnten aber auch natürlich versuchen. Ah, jetzt hat er schon 25, hier, plus 27. Meinung, das bedeutet. Jetzt was? Ja, wir kriegen jetzt 0,2 Steuern, Gold, Steuern dazu.
als nächstes. Und 58 von, also Aufgebot haben wir alle, 58. Ist nicht die Welt, aber... So, wir könnten natürlich auch versuchen, Anspruch auf die Gemeinde zu fingieren. Sagen, dass wir dann Anspruch auf Ubutrizia ist natürlich größer. Fingieren. Das dauert 18 Monate, das ist ja so lange nicht. Und ja, das ist nämlich von den Kosten, glaube ich, beziehungsweise würde dann nämlich Prestige kosten. Prestige haben wir mehr. So. Den Glauben können wir vielleicht noch anheben, indem wir zum Beispiel auf eine Pilgerreise gehen. Und wir müssen die Kosten halt auch. Und ja, wir haben halt so viel Kohle nicht momentan und wir müssen ja auch unsere Gemeinden, unsere Grafschaften, hast du nicht gesehen, die müssen wir ja auch ein bisschen ausbauen. So, jetzt können wir aber erstmal 9 Punkte in der Krieg im Lebenswandel und dann nehmen wir dann hier, wir machen ja den Aufseher, Dienst an der Krone, da haben wir natürlich einen Schrecken, das plus 15 erhöht und Kontrollezuwachs ist plus 0,3 im Monat. Momentan sieht das ja, müsste das ja eigentlich gut aussehen. Der Kontrolle im Gemeinde. In Osnabrück. Sitze. 39 Tage? Also nicht lang. Das ist ja nicht lang. Warte mal, bis wir hier 170 haben. Die günstigste Ausbau, das ist glaube ich 100 Gold. Aufgabe erledigt. Bischof Lütbert von Münster hat die Aufgabe mehr Kontrolle in der Gemeinde Osnabrück beendet. Was denn? Oldenburg. Also wirklich, Leute. Weißt du, ich mal. Ach, schon beendet? Nee. Genau. Ja, das ist ja gar nicht mal schlecht. Stimmt, weil er verbündet mit mir. Genau. Dann kümmere dich erstmal um ihn. Beeinflussung. 76% erfolgt. So. Ja, der Sound ist ein bisschen laut, oder? Versteht mich? Also die Soundeffekte. So. Ein verrostetes Werkzeug. Mein Blick schweift durch den staubigen Dunst der Waffenkammer über verschiedene Kriegswaffen. Ein paar verschlissene Lederschienen, ein kürzlich geschärftes Schwert, ein Speer mit abgenutztem Griff, ein rostiges Ackergerät. Ich nehme das Ackergerät in die Hand. Vielleicht wurde es unwissentlich zu den Waffen gelegt. Ich untersuche seine eigentümlich gebogene, sichelartige Klinge, während ich es versuchsweise gegen einen nahen Kettenpanzer schwinge. Die Klinge durchschlägt das Kettenhemd und verstreut ein paar Eisenringe auf dem Boden. Spannend. Ich frage mich, ob dies anderweitig genutzt werden könnte. Ja, hier sind diese Kampfsicheln. Bremsen. Doch. Ein verrostetes Werkzeug. Entscheidung über Entscheidung. Ich nehme die kleine Klinge mit in den Hof und sehe sie mir im Sonnenlicht genauer an. Die Klinge verjüngt sich an einem Ende zu einer Spitze und am anderen Ende befindet sich ein hölzerner Knauf mit einem Stück leicht rostigen, aber immer noch scharfen Eisen dazwischen.
Der Knick am Kopf der Klinge verleiht dem Werkzeug eine fiese Krümmung. Die ist bestimmt nützlich, um sich durch Sträucher zu schneiden, könnte man meinen. Oder vielleicht auch, um Lücken in einer Rüstung zu finden? Es ist offensichtlich, dass dieses Werkzeug auch als Kriegswaffe verwenden ließe. Doch es bleibt die Frage, welche Form es als Waffe annehmen soll. Wenn die Klinge begradigt, könnte es ein nützlicher Dolch sein. Ja, das ist so. Wenn wir es am Ende eines Speers befestigen. Mögliche Ereignisse, hier formt das im Werkzeug einen kruden Dolch. Ja. Hier formt das im Werkzeug eine krude Hellebarde. Nee, machen wir mal was Neues. Ein rostiges Werkzeug. Perfekt, so wie es ist. Das Werkzeug, von dem mir Hufschmied Vicho erklärte, dass es als Pippe bekannt ist, während ich ihn begeistert beim Schärfen beobachte, sieht auf jeden Fall wie ein für den Krieg entworfene Waffe aus. Die Klange ragt mit einem bösartig aussehenden Schneider aus der Angel, die durch den schweren Hakenkopf läuft. Die frisch geschärfte Spitze glänzt in der Mittagssonne, während ich sie in der Naht einer aussortierten Lederrüstung versenke und mit einem einzigen Schwung alle Halteschlaufen durchtrenne. Welche anderen Geheimnisse behüllten unsere bescheidenen Bauern noch? Gefällt mir, bereiten wir sie im ganzen Land. Er erhält 100% Kriegsführung, Lebenserfahrung. Wir erhalten Bauernhippe-Artefakt. Er erhält 100 Kriegsführung, ja gut, und ihr halt 5 Jahre lang in Hippen investiert. Besitztumssteuern in Ackerland plus 5%. Mann. Das ist ja... What the fuck, oder? Besser. Ja, dann müssen wir aber auch gucken, dass wir irgendwo Getreideland auch haben. Ein unerwarteter Besuch. Dietrich verspätet sich wieder einmal bei einer Ratssitzung. Diesmal lasse ich das nicht durchgehen. Als ich vor den Gemächern von Dietrich ankomme, bin ich nicht so höflich, vor dem Eintreten erst zu klopfen. Dietrich sitzt am Tisch und schreibt wie wild. Auf meinen Räuspern schreckt er zusammen. Er stopft sich rasch eine Pergamentrolle in die Tasche und wendet sich mit banger Miene zu. Was versteckt ihr da? Zeigt es mir sofort. Minus? Nee, das ist nicht. Ringgespielte Herausforderung gegen Dietrich. Mögliche Ergebnisse. Finde das Pergament, ich will herausfinden, was immer Dietrich auf Verheim nicht. 65% wird von Dietrich entdeckt. Ja, ich kann es mir mit dem jetzt gerade nicht verscherzen. Nee, wenn in Türme solltest du nicht gucken. Also. So, Wölpe. Bam. Öl von Fell, der kostet 150 Orken. Ja, wie gesagt, das ist die günstigste. 100. Ah ne, das ist ja ein Sonderbauplatz. Weideland. Dann die Aktiviere, das ist das günstigste für 100. Archer Glauben cool. Ein Charakter haben einen Glauben, der wiederum einer Religion angehört, zum Beispiel das Katholizismus, ein Glaube, der dem Christentum angehört. Ja, ich weiß. Ja. Vor der Warten bis 160, 170. Nee. Mein Jagdrevier in Wölpe. Gibt nämlich Aufgebote und etwas erhöht die Steuern ein wenig. Genau, und bis zum Krieg. Ah, Leute. Neue Lehnsherr. Nein.
Mein Freund Ludwig ist auch verstorben. Nein. Mein Ratsmitglied Lübbiert starb an der Tisch. So, gerade erst mit dem der Ratsposten. Ratskanzler. Geht denn jemand in der Höhe ist? Ja, gut, dann kann ich ja hier an auf Kobo hier neu zuweisen. Hier kann ich meinen Ritter hinstellen. Ja, das werden jetzt die anderen nicht gut finden, aber egal. So. Wieso denn der auch? Ja gut, kann aber nicht. Kann aber nicht. So, mit meinem Ratsherr, also mit meinem neuen Lehnsherr, komme ich ja nicht so super gut klar. Ich weiß nicht, ob ich dem huldigen will. Also lass ich es. So, das Wetter sieht ja auch jetzt, scheint ja auch gut zu sein. Ah, das dauert noch hier. Ja. Mein Vasallen. An meinen Vasallen. Als Herzog von Einfluss ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rats gehört wird. In Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hier mit den Posten als Ratsvorsteher. Sehr gut. Ja. Machen wir. Sehr gut. Wie lange brauchen die noch? Hätte ich doch da von da gucken können. Bah, die Monate. Dann haben wir. Ach, dann haben wir ja. War ja schon wieder Oktober. Ja, aber das. Das kriegen wir schon hin. Aber dann brauche ich auch die Kohle. Aber das. Bis dahin haben wir. Auch irgendwo Kohle her. Irgendwo brauche ich Kohle. Nichts ist günstiger. Ein Jagdrevier. Hier kriege ich Aufgebote und wieder ein bisschen Geld. Man muss einfach. Wenn gleich im Minus bin. Ludolf Udonen hat 20 Meinungen von euch erhalten. Fischer hat trotzdem schlechten Diplomatenwert des eures Ehepartners. Ja, das generell das kostet meistens so um die 80. Das haben wir schon für 100 gesehen mit dem Anspruch. Schwanger! Yay, das Schicksal meines gut mit mir, meine Gemahlin Herzogin MSN, da trägt mein Kind unter dem Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dass das Kind in meinen Arm zu haben. Wie schön. Wie schön, wie schön. So. Und dann holen wir uns gleich, was fertig ist, erstmal hier den Lutricia. Und daraus dann. Ah, Lutricia hat hier links ein verleibt. Scheiße. Vom Militär besser. Graf 21 und Ui. Unsere Nummer, ja, das wird er erreichen, denke ich. Aufgabe erledigt. Aber sowohl als seid gegrüßt, Herzog Otto von Angria. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen.
Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst von Häuptlingstum von Obutritia seid. Nun fehlt nur noch ein kleines Beschenkungsgeld. Kümmert euch darum. 99. Ja, muss ich aber, ja. Warum? Sonst muss ich das von. Aber das ist ja gleich wieder weg. Beim Monat so. Halt doof, aber müssen durch. So, jetzt können wir auch keinen Krieg anfangen, weil mit Schulden kannst du keinen Krieg anfangen. Man kann keinen Krieg anfangen, wenn man Schulden hat. Logischerweise. Weil das kostet nun mal Geld. Ah, der ist nicht beeinflusst. So, jetzt sind wir wieder plus minus null. Na gut. Dann müssen wir nicht heiraten. Verschuldet. Rasche von Ständer hat inkompetenter Steuereintreiber. Ja, aber ich glaube, da kann ich mit meinem oh, der ist gerade da noch beschäftigt. Aber der ist ja gleich fertig. Er ist ja gleich fertig. In 3 Monaten. Obutritia. Meine Tochter, mein Erbe. Gepriesen sei Sankt Brigida. Ermesenda gebar eine perfekte kleine Tochter. Katze. Ja, wie wollen wir den denn heißen? Nennen. Nach meiner Mama. Also. Ottos, Mama, Bruder. Zu. Wohnen wäre natürlich besser, aber weil die halt anerkannter sind, ist doch jetzt nichts, ne? Aber in der Zeit hat man es als Frau halt schwieriger. Aber nein. Aus Frankreich geht das schon. Ja, es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze als die Gesellschaft von Graf Kobbo. Ein ruhiger gemeinsamer Abend in meinem Gemächern entspannte fürwahr meinen geplagten Geist. Wir tranken Wein und sprachen über unsere Probleme. Nach dieser kurzen Pause fühlte ich mich so entspannt wie lange nicht mehr. Wie wertvoll sind doch Freunde wie Graf Kobbo. Eine Weile vergaß ich alle Probleme dieser Welt voll und ganz. Ich bin 66 entspannt. Ja, aber aus Bilden, da muss ich bei meiner Tochter noch nicht drüber nachdenken. So, jetzt aber. So, was gucken wir, so kriegen wir den Matrilin, ja. Film von Ossori. Er ist ja prinzipiell jetzt nicht so sch schlecht, aber wenn wir dann dahin müssen, um Bündnisse zu wahren und so, dann kostet das halt dahin und das Militär ist dann relativ weit weg, also meine Soldaten sind dann relativ weit weg, was in einem eventuellen Verteidigungsfall, ne, nicht so gut wäre. Warum will sie nicht zum Gelübde aufgefordert? Ja, ich muss hier deswegen nicht enterben. Ja, da musst du halt wie weit. Entschuldigung, wie alt war die jetzt? 26. Naja, aber langsam wird es Zeit, ne?
Wie viel haben die denn? Ist immer groß. Also ich muss da nicht große Armeen schicken. Haben die mit irgendjemandem Krieg verbündet? Okay. Wenn die ihre Kinder gehört hat, dann zu sein hat sie das. Dann haben wir wenigstens einen großen Bündnispartner, der dann halt hier irgendwo sitzt. Und Quintet hier. Ja, muss man gucken. So. Genau. Wir warten jetzt noch drauf, bis er hier fertig ist. So, und die Männer. Eine bescheidene Notto. Allzu gern nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Eure Schwester Ludgard und mein Sohn und Erbe Anarvat gehen den Heiligen Bund der Ehe ein. Möge St. Brigida diesen Bund segnen. Zeichnet Prinz Rodri von Gwynedd. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet! Jetzt wäre aber auch schon nice, wenn jetzt mal irgendwo ein bisschen Kohle herkommt. Schwache Redevermögen. Fürstbischof Eckbert verlor 5 Jahre lang 50 Meinungen von euch. Warum? So. Eine Gemeinde ist erledigt. So, was haben wir denn hier im April? Früh, passt ja. Kriege klären, Ansprüche. Übrigens. Wo betritt sie? Ja, kostet 956. Hier hinausheben. 2 Tage. Und dann mal dahin. Aber warum geht man da hoch? Schlacht. Ja, das müsste eigentlich. Gut. Na gut, dann holen wir uns halt gleich schon die Hauptstadt. Wäre auch egal. Warte, aber 7 Monate. Bin ich glücklich, der dritte ist von Oberhäuptling Gradoni hier lang gekommen. Ja. Kann ich jetzt auch nichts dran machen. Lagerer stationieren. Der Rest nämlich noch 13 sind. Ja, mit Louis Butcher ja noch für dich. Ja, meinen neuen Beats. Lebenshandel, Punkt. Mann. So, heimischer Herd. Ja. Dann sind wir nämlich im heimischen Territorium plus 5% Verteidigungsfort. Ja. So, das war die letzte Schlacht. 37 Verluste, 562 Verluste. So, meine Ritter. Oh. Ist doch gut, ich. Was ist hier? Meine Verwundete brauchen wir nicht. Ja,
fertig sind, ist noch 3 Monate. Gefangenen, Häuptling McAvoy von Lübitsche, eine Belagerung gewonnen. Graf Gerimbert wechselt die Holländisch zu Sächsisch. So, dann können wir hier nämlich die Forderungen erzwingen. Wir bekommen alle Geiseln werden freigelassen. Wir erhalten Häuptlingstum von Ubotricia, den Ruhm. Eure Verbündeten teilen 10 Prozent, das ist egal. Häuptling gemischte Wirkung von Lübitsche, die Verbündeten teilen 10 Prozent. Ja, gibt 10 Prestige. Erhöht seine Meinung von seinen Verbündeten basierend auf deren Beteiligung, setzt 10 Forderungen jetzt. So, mögen euch die Säfte bei lebendigem Leib austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. So sei es. So, Armeen erstmal auflösen. Damit wir wieder Geld machen. So, meine Kontrolle. Rechtmäßiger Lehnsherr. So, über die Armeenwelle. So, jetzt mal eben kurz. So. Ich muss eine Domäne abgeben. Naja, ich weiß. Das kann ich abgeben an... So, mein Bruder, Landsprüche, Angria, Westfalen, Ostfalen, Oldenburg, Lüneburg, Danneberg und Stendal, im Titel Grafschaft von Minden, von Halberstadt, von Blankenburg, von Mansfeld, von Meeresburg, von Braunschweig. So. Ah, sehr gut. Sagt er jetzt nicht, wie clever das war, aber er ist ja Familie. Also passt schon. Gut. Wir haben jetzt auch die halbe Stunde schon rum. Schon drüber. Ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sind jetzt hier schon gut weiter. Angria ist jetzt hier größer geworden. Jetzt müssen wir uns demnächst dann noch das hier holen. Damit wir halt alles hier haben. So. Genau, ich kann schnell noch einen Tag laufen lassen. So. Und dann nehme ich hier die Ruhe sorgen. Alles klar. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nice. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye. Euer Tobi.